Sie wollen ein Tupel verändern. In unserem Beispiel haben wir einen neuen Dozenten und der Dozent Meyer soll durch den Dozenten Müller ersetzt werden. Ja, man könnte natürlich jetzt ganz naiv probieren, das ist das Index Nummer 2, den zu ersetzen. Ja, und dann sollte eben eine Fehlermeldung auftreten, weil ein Tupel nicht veränderbar ist. Das geht nicht. Also müssen wir eben erst das Ganze in eine Liste umwandeln. Wir sagen eben Modul ist gleich List von Modul. Jetzt können wir das umwandeln und nachher machen wir das wieder zurück. Modul ist gleich Tupel Modul. Und wir sollten das Ganze noch ausgeben. Und Sie sehen, jetzt hat der Müller das Fach übernommen.